Persönlich wird Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Festa. Freude am Wohnen. Und unterstützt von Trussardi My Name. Ein Hauch Italianità. Persönlich. Bei Claudia Lesser. Jetzt im Moment geht es mir sehr gut. Ich habe noch meine körperlichen Beschwerden, aber dort bin ich auf gutem Weg. Braucht alles noch ein bisschen Zeit, aber ich bin wirklich sehr zufrieden. Und ja, der Schritt, den ich gemacht habe, der ist nicht ganz so einfach gewesen, der ganze Prozess. Aber im Nachhinein betrachtet war es sehr befreiend und sagen wir mal, auf tiefster Ebene heilsam. Ich bin hier auf den Verteidiger zugefahren und dann irgendwie blöde, komische Moment zögert und dann verstolpert und wirklich mit dem Kopf in die Bande. Und es hat mich wie eine Handorgel zusammengedrückt. Jetzt merke ich, jetzt gehe ich in die Garderobe und in der Garderobe hat es mich dann wirklich zusammengelegt. Also dann habe ich zum Teil die Arme und die Füße nicht mehr gespürt und einen richtigen Schock bekommen. Also ganz massiv ist das ein massives Erlebnis gewesen, also ein totales Schockerlebnis. Ich merke jetzt gerade, es wühlt mich gerade ein bisschen wieder auf, weil es ist schon sehr ein spezieller Moment gewesen, also sehr intensiv. Aber grundsätzlich habe ich immer das Gefühl gehabt, nein, das lange nicht, also was machst du? Und da muss viel mehr und viel mehr. Und also du bist nicht zufrieden mit dir selber? Ich bin nicht zufrieden, ich bin nicht zufrieden mit mir selber. Und das ist gewisse Konstellationen bin ich unzufrieden gewesen. Und man muss sich auch können versöhnen mit sich, mit seiner Geschichte, was man mitnimmt, mit sich als Mensch. Und können sagen, hey, Junge, du hast alles gegeben, was du können. So wie es halt gegangen ist. Also, ich habe aus meinen Möglichkeiten das gemacht, was drin gelegen ist. Hey, und das ist dann, unglaublich viel. Ja, das ist unglaublich viel, aber das muss man zuerst erkennen. Und das war eben so der springende Punkt beim Können loslassen, für mich. Mhm. Und dann, als ich das auch einsehen und respektieren und akzeptieren konnte, hat es etwas gemacht mit mir. Und dann konnte ich wirklich schön loslassen und bin versöhnt. Versöhnt mit meiner Karriere, dankbar. Hat auch etwas mit sich selber annehmen und Selbstliebe jetzt am Schluss, oder? Also auf jeden Fall. Und Selbstliebe geht es vor allem auch darum, dass man das klingt jetzt, das ist aber nicht egoistisch, aber es klingt vielleicht egoistisch, aber sich an erster Stelle nehmen. Weil was nützt dir das, wenn es dir nicht gut geht? Dann kannst du auch nicht deine Leistung bringen. Dann, ich habe zum Beispiel Kinder. Also, wenn ich nicht mich gerne habe, dann kann ich es den Kindern nicht weitergeben. Also, das klingt jetzt ein bisschen, ja, aber das ist ganz wichtig. Das zeigt wichtig, sich ja überall, das zeigt sich, in der Mannschaft, das zeigt sich überall, Familie. Ganz genau. Ja. Ein grosses Kriegerherz habe ich wirklich. Also, das ist mir mitgegeben. Das habe ich auch gebraucht, um mich in meinem Leben durchsetzen und es hat schon in meiner Kindheit ist nie immer einfach gewesen. Ich musste mich durchsetzen, ich habe schwere Zeiten durchgemacht und ja, dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder gehst du unter oder überlebst. Ja. Und das ist bei mir eigentlich nachher auf mein auch immer wichtig sein. Das ist aber eine krasse Energie. Das ist eine krasse aber das Energie. Ist das Leben und Tod im Sinn von für dich selber. Ja, das heisst eigentlich mehr. Also, Leben bedeutet kämpfen, dranbleiben und aufgeben bedeutet sterben. so wie es gesagt ist. Und, es war nie eine Option gewesen. Ich musste dranbleiben und ich habe die Energien immer aus der geschöpft und Kraft gedankt. Aber sie hat sehr viel Kraft gekostet, weil es geht um viel. Ich habe ein Ventil gebraucht. Ich musste mal loslassen. Dann ein Bier, zwei und dann irgendwann wirst du mal ein bisschen leichter im Körper, es geht dir mal besser. Schnaufst du mal eine Runde durch. Und ja, dann das ist natürlich klar, wenn du so viel Druck hast. Also so viel eigenen Druck aufbauen, das ist ich bin ich. Also, ich kann nicht für andere reden. Also, ich habe das Ventil gebraucht, das wäre irgendwann. Wäre ich schon früher in die Wand reingekrast. Das hat alles
das jetzt noch alles braucht. Und über die Zeit habe ich dann natürlich gelernt, mit mir umzugehen, mit meinem Körper umzugehen, mit meinen Emotionen vor allem umzugehen, anzuschauen und auch Techniken können entwickeln. Hey, also wenn die starke Energie geht, es geht jetzt nicht um Leben und Tod. Hey, beruhigt dich, es ist immer noch der Spass und der Fun ist das, was wirklich zählt. Und das ist dann auch wieder mehr zum Tragen gekommen, weil ich mag mich erinnern, mein Ziel war immer, Hockey spielen, wie wo ich ein Kind war. Das Unbeschwerte, das Spielerische, also ist deine Tochter, wenn sie so am Spielen ist, ja, da im Sandkasten oder wo auch immer, die tauchen völlig ein. Das ist das, was ich immer gesucht habe. Aber das gibt es ja noch, das Abschiedsspiel. Also? Das gibt es am 2. Oktober. Also, es ist ein Match gegen Lugano und ich werde dort verabschiedet. Freust du dich auf das oder ist das auch noch so ein bisschen beides gemischt von der Gefühlslage her? Es ist beides, aber wenn ich daran denke, dann nimmt es mich emotional schon ein bisschen mit, weil ich verabschiede mich dort nochmal anders und auch von den Fans natürlich. Und es hat viele treue Seelen darunter gehabt, über all die Jahre, die mich wirklich unterstützt haben mit sehr viel Herzblut. Und das wird nochmal speziell. Und ich bin gespannt, wie es dann wird. Aber ich bin schon aufgeregt. Persönlich wurde Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Festa. Freude am Wohnen. Und unterstützt von Trussardi My Name. Ein Hauch Italianità.